ich bin's und Schule ist schon seit bestimmt 2 Stunden zu Ende. Und ich habe heute auch nichts geplant und werde auch nichts machen. Dieser Vlog wird sehr langweilig. Das Einzige, was ich machen werde, ist ein paar Fragen beantworten zum Frage-Antworten-Video. Ich werde nicht alle Fragen nehmen, ich werde nur ein paar nehmen. Und dann war es das heute auch schon. Dann werde ich gleich noch ein bisschen Minecraft aufnehmen und dann war es für den Tag schon wieder. Ja, sonst habe ich eigentlich so nichts zu erzählen. So, jetzt habe ich hier mein Stativ dran gemacht. Ich glaube, das ist schon relativ fest. Und jetzt mache ich hier die Kamera dran. So, die erste Frage wäre, schaust du Serien, sowas wie zum Beispiel 100? Da muss ich sagen, ich schaue Serien und zwar schaue ich South Park, Cobra 11, The Walking Dead. Ich kann es kaum erwarten bis Oktober, bis The Walking Dead wieder weitergeht. Ich liebe diese Serie. Jetzt habe ich Stranger Things geschaut. Ich schaue viele amerikanische Serien. Aber die Folge 100, also die Serie 100 habe ich leider noch nicht geguckt. Sollte ich vielleicht mal machen. Nächste Frage. Was ist dein größter Traum? Mein größter Traum ist es, nach Kanada auszuwandern und dort zu wohnen und zu arbeiten. Natürlich, wenn es geht, in meinem Traumjob. Hast du eine PlayStation 4? Nein. Ich habe zu Hause, habe ich glaube ich, eine ganz alte PlayStation 2. Ich überlege mir aber, ob ich mir eine PlayStation 3 hole. Die nächste Frage wäre, was ist mit deinen Augen los? Ja, ich habe ein kleines Problem mit meinen Augen. Zwar habe ich eine Muskelschwäche gehabt, da wurde ich aber schon dran operiert. Und deswegen, ja, schaue ich ein wenig komisch und habe deswegen auch solche Spezialgläser. So, nächste Frage. Was ist deine Lieblingshauptstadt? Eigentlich habe ich noch nicht wirklich eine Lieblingshauptstadt, weil ich noch nicht so viele Hauptstädte bereist habe. Aber soweit ich weiß, finde ich London ziemlich nice, wenn da so der Fluss durchschlängelt. Und die haben auch schöne Gebäude und so die ganze Kultur, die es da gibt, finde ich sehr cool. Was willst du noch mit YouTube erreichen? So Pläne mit YouTube habe ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Ich habe jetzt auch kein großes Ziel von wegen, ich will unbedingt 1 Million Abonnenten oder so. Ich bin glücklich über jeden Abonnenten, der kommt, der meine Videos schaut. Ich hoffe im positiven Sinne. Wenn ihr meine Videos übrigens nicht mögt, dann deabonniert mich und geht woanders hin und schaut euch woanders Videos an. Ihr müsst hier nicht sein, ihr müsst meine Videos nicht schauen. Und wenn euch meine Videos nicht gefallen, frage ich mich, wieso ihr hergekommen seid und wieso disliked ihr? Ich verstehe es manchmal nicht. Ihr könnt eure Freizeit doch anders besser nutzen. Schaut irgendwelche Videos, die euch gefallen. Ich weiß es ja nicht. Das verstehe ich manchmal nicht, diese Leute, aber ist auch egal. Sonst habe ich eigentlich keine großen Wünsche mit YouTube. Also jeder wünscht sich mehr Zuschauer und Aufrufe. Aber in Hauptsache Linie möchte ich Spaß haben. Dann wäre da noch die Frage, mit was bearbeitest du deine Videos? Ich schneide meine Videos mit Premiere Pro, bin sehr zufrieden damit. Ja, ich finde das Programm richtig cool. Dann die letzte Frage, was war dein erstes Video? Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber es war ungefähr 2007 oder so. Dort hatte ich ein Video, ein Lip-Sync-Film-Video gemacht. Für alle, die es nicht kennen, das ist sowas wie ähnlich wie jetzt dieses Musical. Einfach ein Musiksong und ich habe da so Lip-Syncing, also getan, als wenn ich das singen würde. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nichts über Copyright und all dieses Zeugs. Und das wurde dann irgendwann auch, glaube ich, gelöscht. Also ich habe die noch irgendwo auf der Festplatte, werde ich euch nicht zeigen. Nein, ihr braucht gar nicht fragen. Und falls ihr noch Vorschläge, was ich machen könnte, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe da so schon einige Ideen, die ich aber, wenn es geht, eigentlich nur an einem Wochenende realisieren kann. Und hier, ne? Money zählt natürlich auch leider. Ich heiße ja nicht Unge oder sonst wer, der jede Menge Kohle verdient und mal alles machen kann, ne? So ist es. Das ist es. Das ist, was Vlogs wahrscheinlich auch ausmacht, dass man Geld hat, um überhaupt irgendwas zu unternehmen. Ich habe nicht so viel Kohle, um, keine Ahnung, von jetzt nach Köln zu fliegen oder so. Spinne hin. Weg. Ertrunken. Oder so. Okay.
Keller. Ich bin's nochmal und ich werde diesen Vlog jetzt beenden. Außerdem habt ihr wahrscheinlich die Aufnahme gesehen und gesehen, dass ich in der Minecraft-Aufnahme gestorben bin, die ich aufgenommen habe, weil hier ein Feueralarm war. Ich weiß nicht den Grund und vielleicht erfahre ich ihn, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist soweit, wie ich es gesehen habe, nichts passiert, zum Glück. Und ja, ich war gerade duschen, wie man es schlecht sieht. Und ja, dann war es das schon für diesen Vlog. Haut rein und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, bis morgen. Ciao.